Na, seid ihr auch abenteuerlustig? Hi zusammen, Ingo hier und heute nehme ich euch mal mit. Es wird so eine Art Vlog. Ich lasse mich selbst mal ein bisschen überraschen, weil ich gehe nämlich heute Abend raus und nehme euch mit. Ich hoffe, das klappt mit dem Filmen. Ich gehe nämlich in die Meiersche Buchhandlung in Bochum in den Ruhrpark. Das ist so eine große Shopping-Mall und da ist halt die Meiersche groß vertreten. Und da findet heute Abend ein Treffen statt, ein Blogger-Treffen. Und zwar der schreibenden Zunft. Oh, schreibe ich das jetzt mal. Also Buchblogger, die halt auf ihrem Webspace oder sonst wo schreiben über die Bücher, die sie gerade gelesen haben. Vielleicht auch Instagrammer dabei, allerdings keine YouTuber. Und da habe ich mir dann gedacht, nö, so nicht. Also, ne? Die Meiersche hat übrigens schon ihr Okay gegeben, dass ich da heute Abend filmen darf. Allerdings muss ich noch die Buchblogger fragen. Kann ja sein, dass die nicht gesehen werden wollen. Komisches Volk. nee, muss ich halt noch klären. Ansonsten kann ich nur Fotos machen. Lass uns mal überraschen. Ich bin gespannt und jetzt geht's los. Guten Abend in der Meiersche in Bochum Europark. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Bloggerabend. Ich bin Jakob Malmsamer, ich bin hier Azubi, zweiten Lehrjahr mittlerweile und habe diesen kleinen Abend eingeleitet bzw. werde Sie auch durch diesen Abend begleiten. Ja, unser Bloggerabend besteht aus mehreren jeweils circa 10 Minuten Buchvorstellungen. Mal mehr, mal weniger, aber 10 Minuten war so das Zeitfenster. Genau, von 5 Buchbloggern insgesamt. Voraussichtliches Ende ist ungefähr 21.15 Uhr. Es kann auch sein, dass wir früher fertig werden. Genau. Snacks und Getränke haben wir direkt hier aufgebaut. Ja, für diejenigen unter Ihnen, für die der Begriff Blog nicht täglich gebraucht wird, außer jetzt für die 5 Blogger, sehr kurz erklärt, dass sich dabei um eine Art elektronisches öffentliches Tagebuch handelt. Und ein Buchblog ist also ein elektronisches Lesetagebuch, auf dem man seine Rezensionen von Büchern, Infos über heiß erwartete Neuerscheinungen, Messebesuche und weitere Dinge rund ums Thema Buch veröffentlicht. Genau. Besonders Buchblogger tragen heute dazu bei, dass junge Leute sich für das Buch begeistern, sich darüber austauschen. Dabei ist jeder Blogger sehr individuell und je nach seinen Vorlieben stellt er halt auch ganz verschiedene Bücher vor. Das heißt, es sind alles sehr verschiedene Leute, die heute in Bücher versuchen. Insgesamt ist der Buchblog eine moderne Art und Weise von einer Buchbesprechung, die es ja schon sehr lange in dieser Art und Weise eigentlich gibt. Genau, insgesamt werden uns heute 7 verschiedene Bücher vorgestellt, die habe ich hier auch so cool verpackt, damit Sie erst nachher wissen, welche das sind. Genau, und dazu möchte ich jetzt als erstes Vanessa vorstellen. Hi. Hi, guten Abend. Genau, ich fange mal an. Ich lese hauptsächlich Psychothriller und Thriller. Darum geht auch mein Blog. Ich habe lange überlegt, welches Buch ich vorstellen soll. Ich habe einige Lieblingsbücher, aber sowas wie Fitzek ist, glaube ich, jedem ein Begriff, der eben dieses Genre liest. Deswegen habe ich mir eins ausgesucht von diesem Autor, von Linwood Barclay. Das ist nicht das Buch, das ist der zweite Teil. In den ersten fand ich so gut, dass ich den sofort verliehen habe. Das soll die Fortsetzung davon sein, das habe ich aber selber noch nicht gelesen. Aber es ist so ein bisschen stellvertretend, sage ich mal, für das Buch hier, was ich vorstelle. Es heißt Ohne ein Wort. Und zwar geht es darum, beziehungsweise sagt der Klappentext erstmal, es geht um eine 14-Jährige namens Cynthia. Und sie hat einen Streit mit ihren Eltern und kommt dann abends nach Hause, schließt sich in ihr Zimmer ein und am nächsten Tag wird sie wach und die Familie ist weg. Und dann gibt es eben einen Sprung von 25 Jahren. Die Familie ist nie wieder aufgetaucht. Sie weiß nicht, was mit der Familie passiert ist, was mit ihren Eltern passiert ist, mit ihrem kleinen Bruder. Und dann kommt eben eine Journalistin, die das Schicksal ein bisschen aufrollen möchte und eine Dokumentation darüber drehen möchte. Und während dieser Dokumentation bzw. den Recherchen dazu kommen immer wieder so ein paar Geheimnisse ans Licht und mysteriöse Vorkommnisse, die damals nicht so aufgedeckt wurden.
die Cynthia dann natürlich auch mitnehmen und teilweise habe ich es empfunden, auch so ein bisschen paranoid werden lassen, weil man auch nicht weiß, spinnt sie jetzt oder verarscht sie irgendwer, spielt ihr irgendjemand einen bösen Streich oder hat sie das jetzt wirklich so erlebt, wie es eben im Buch dargestellt wurde? Oder ist sie einfach komplett durchgeknallt, weil sie das Trauma von damals einfach nicht verarbeiten konnte? Und es ist einfach ganz spannend, mit Cynthia gemeinsam dann herauszufinden, was jetzt nun damals passiert ist. Es gibt drei Handlungsstränge, beziehungsweise drei Perspektiven, in denen das Buch erzählt wird. Einmal Cynthia, das ist eben die Protagonistin, weil es eben um sie und ihre Familie geht. Dann ihren Mann, Terry, und eine bis zum Ende unbekannte Person. Die Person erzählt in verschiedenen Abschnitten. Und das ist ganz schön gekennzeichnet, da das eine kursive Schrift ist. Die Perspektiven von Cynthia und ihrem Mann sind relativ gut erkennbar, da der Schreibstil auch ziemlich angenehm zu lesen ist und man wirklich durch das Buch durchrutscht und man die verschiedenen Charaktere auch sehr gut herauskristallisieren kann, da sie wirklich total authentisch beschrieben sind. Ich konnte mich teilweise in Terry sogar noch besser hineinversetzen als in Cynthia, weil sie mir stellenweise dann wirklich etwas zu paranoid war oder ich dachte, oh, das ist jetzt ein bisschen zu viel, so kann das gar nicht gewesen sein. Und ihr Mann da ein bisschen bodenständiger war und sie auch mal eher runtergeholt hat und gesagt hat, so, komm erstmal runter, wir gucken jetzt erstmal, was passiert ist. Er hat dann natürlich auch auf eigene Faust recherchiert und ich fand das Buch einfach total super, weil es eben ganz viele unerwartete Wendungen hat, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wenn man natürlich so durch ein Buch fliegt, weil der Schreibstil schon wirklich super ist, ist das natürlich noch ein zusätzliches Plus. Und wenn die Charaktere dann eben so tiefgründig ausgearbeitet werden, dass man sich wirklich hineinversetzen kann, mitfühlen kann, möchte man dann natürlich auch unbedingt wissen, wie es weitergeht und wie das Buch ausgeht. Und es gibt da gerade am Ende ziemlich rasante Handlungen und ein ziemlich fulminantes Ende. Ich persönlich hatte jetzt ein bisschen schon eine Ahnung gewesen, wer dieser Mensch ist, der eben in dieser kursiven Schrift seine Erzählperspektive so ein bisschen darunter mischt. Aber das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Auch das Ende fand ich super. Es war stellenweise für mich sogar schon realitätsnah, weil ich es echt nachvollziehen konnte. Ich würde es jetzt so ein bisschen als Familiendrama auch betiteln, aber es war natürlich ein Psychothriller, weil man eben selber nicht weiß, stellt sie sich das vor, ist sie so in ihrem Wahn, dass sie wirklich denkt, ihre Familie hätte sie einfach so verlassen und wäre vom Erdboden verschwunden. Oder ist da irgendwas damals in der Vergangenheit passiert, was einen Break einfach in die Familie gebracht hat, dass sie einfach ihre einzige Tochter da gelassen haben. Und ich kann das Buch Ihnen wirklich nur empfehlen. Ich fand das wirklich super. Bis zur letzten Seite war es spannend gewesen. Das soll eben die Fortsetzung dazu sein. Ich habe sie selber allerdings noch nicht gelesen. Von meiner Kollegin wurde mir eben gesagt, dass es ein bisschen was anderes ist, weil es hierum so ein bisschen familieninterner geht, denn die Tochter von Cynthia spielt da so eine große Rolle und ein Mord, der in der Nachbarschaft geschieht. Und natürlich bezieht sich das Buch dann eben auch auf Ohne ein Wort, da so ein bisschen die Geschehnisse von dem Ende des Buches eben nochmal aufnimmt und dieses Trauma, was, sag ich mal, die ganze Familie auch davon getragen hat, eben nochmal aufrollt. Genau. Hat irgendwer von Ihnen Fragen zu irgendwas? Gut. Dann wäre ich soweit fertig. Danke fürs Zuhören. Wunderbar. Als nächstes darf ich Jenny nach vorne bitten. Sie ist 23 Jahre alt, studiert Germanistik und Anglistik mit dem Schwerpunkt Literaturwissenschaft und liest laut Blog am liebsten Jugendbücher, ansonsten aber auch Fantasy, Thriller und Comics. Jetzt darfst du gerne nach vorne. Ja, hi, ich bin Jenny. Wie Jakob schon gesagt hat, ich lese am liebsten Jugendbücher und ich habe euch heute eins meiner liebsten Jugendbücher von meinem Lieblingsautor, Joe Green, mitgebracht. Vielleicht ist er schon irgendeinem Begriff. Das Buch wurde auch, ich glaube, 2012 verfilmt. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen, worum es geht. Es geht um Hazel Grace, die ist 16 oder 17, glaube ich, und leidet an Krebs. Sie hat Lungenkrebs, der auch schon ziemlich weit fortgeschritten ist, und ja, es fängt damit an, dass sie so ein bisschen in so einer depressiven Phase ist, weil alle Leute, sie kann halt nicht mehr zur Schule gehen und alle Leute, die sie kennt, sind halt auch krank, weil sie so eine Selbsthilfegruppe geht für krebskranke Kinder und ja, und sie will da eigentlich gar nicht hin, aber ihre Mutter sagt, ja, du musst da hingehen, weil du brauchst Sozialkontakte und es tut dir gut, unter Menschen zu kommen, weil sie sonst eigentlich immer nur den ganzen Tag zu Hause sitzt und irgendwelchen Trash
Fernsehen guckt. Und dann geht sie eines Tages, wenn sie da hingeht, ist jemand Neues da, nämlich Gus, der ist 18, glaube ich, und hat selber Krebs gehabt, ist aber jetzt derzeit geheilt, weil ihm das Bein abgenommen wurde. Und der lockert diese Runde da eben sehr auf, weil die sind da auch alle so, ja, die haben keine Lust da zu sein und sind alle auch so, was machen wir hier und uns geht's ja allen scheiße. Aber der ist halt, der bringt da mal so frischen Wind rein und gute Laune und ist dann auch zu Hazel so, ja komm, lass uns mal was machen. Und sie ist am Anfang erst so ein bisschen distanziert und dann finden sie aber eine gemeinsame Komponente, nämlich Bücher. Und die lesen aber beide ziemlich unterschiedliche Bücher und dann sagen sie sich, komm, ich lese jetzt ein Buch von dir, dafür liest du ein Buch von mir, dann tauschen wir uns darüber aus. Und dabei finden sie eben ein gemeinsames Buch, was sie gerne mögen. Und ja, muss ich kurz überlegen, was ich weitermache. Genau, und dann diskutieren sie eben über dieses Buch von Hazels Lieblingsautor Peter van Houten, der in Amsterdam lebt. Und dieses Buch endet aber so abrupt, weil es da eben auch um Krebs geht, dass sie beide denken, oh mein Gott, es kann so nicht enden, wir müssen wissen, wie es weitergeht. Und schreiben halt beide dem Autor eine E-Mail und seine Assistentin antwortet dann drauf und lädt sie ein, nach Amsterdam zu kommen. Und zwischen den beiden entwickelt sich dann natürlich auch so eine Liebesgeschichte. Und an der Stelle will ich auch nicht weiter zum Inhalt was sagen, weil es wird jetzt gespoilert. Ich möchte natürlich niemandem etwas nehmen. Aber warum ich dieses Buch so gut finde, ist, es ist nicht nur eine Liebesgeschichte und es geht nicht nur um Krebs, sondern es hat auch viel Zwischenmenschliches. Also ich habe aus diesem Buch wirklich so für mich auch ziemlich viel mitgenommen, dass man, wenn man selber gesund ist, dankbar dafür sein soll, dass es einem gut geht und auch wie es einfach ist, damit umzugehen und dass es eben auch wichtig ist, Freundschaften zu pflegen und dass die Familie auch wichtig ist und ich finde, dieses Buch bringt halt ziemlich viel mit und es ist deshalb meiner Meinung nach auch nicht nur ein Jugendbuch, weil wenn man mal über diese Teenager-Liebesgeschichte wegsieht, können Erwachsene da auch ziemlich viel was nehmen. Aus, als würden wir doch früher fertig werden. Ja, als nächstes darf ich Linda nach vorne bitten, die war genauso aufgeregt wie ich vorhin, deswegen finde ich das sehr schön. Sie ist 27 Jahre alt, spielt aber auch im Theater, liebt Harry Potter und Manga. Deswegen darfst du bitte. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ne? Ja, ich lese am liebsten Jugendbücher, Fantasy und ja. Fangen wir mal an mit dem Buch, was ich mir ausgesucht habe. Ich konnte mich erst überhaupt nicht entscheiden und ich habe mich dann für Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefvater entschieden. Das ist, mir gefällt die Reihe sehr, sehr gut. Es geht um ein Mädchen, das heißt Blue. Die lebt in einem kleinen Haus mit ihrer Mutter und deren Freundinnen, die sind alle Wahrsager. Und es ist so, dass Blue jeden Abend vor dem Markustag mit auf den Friedhof geht, um die Geister derer zu empfangen, die bald sterben werden, weil Blue die verstärkt die Gaben der Wahrsagerin, dass sie besser sehen können. Und deswegen wird sie dann immer mitgenommen und sie ist halt eine Nichtsehende und sitzt dann halt auf diesem Friedhof und sieht auf einmal einen Jungen, der da als Geist rumgeistert und fragt sich ja, warum sehe ich den jetzt auf einmal? Da sagte dann halt nur die Freundin ihrer Mutter, ja, du wirst für den Tod von ihm verantwortlich sein. Und das ist halt der Klappentext, so ein bisschen, wo man sich dann denkt, ja, wird vielleicht eine Liebesgeschichte, aber das ist es überhaupt nicht. Es ist viel, viel mehr und es ist auch, ja, ich kann das gar nicht in Wort fassen. Es ist halt so, Blue hält sich von Jungs fern, nachdem bei ihr immer gesagt wurde, dass sie ihre Großliebe mit einem Kuss umbringen wird und lernt aber durch Zufall dann diese vier Raisin Boys kennen, so wie sie die nennt, weil die auf eine Privatschule gehen und deren Wappen einen Raben ziert. Gensi ist einer von ihnen, der auf der Suche nach einem schlafenden walisischen König ist und wenn man ihn findet und aufweckt,
erfüllt er denen einen Wunsch und seine drei besten Freunde versuchen ihn dabei zu unterstützen und machen sich mit ihm zusammen auf die Suche nach diesem König und ja, wie es halt kommt, Blue geht mit und ja, was dann noch weiter passiert, das möchte ich jetzt nicht weiter erzählen. Ich erzähle auch viel zu durcheinander alles. Man versteht nur die Hälfte. Aber es ist sehr, sehr schön. Der Schreibstil von Magistin Vater ist zwar sehr ruhig, aber er ist so intensiv, dass er einen sofort packt und man sofort in der Geschichte drin ist. Ja, ich könnte Bücher nicht aus der Hand lesen, legen. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß, diese Bücher zu lesen. Der vierte liegt noch ungelesen bei mir zu Hause und da freue ich mich schon drauf, den dann bald lesen zu können. Und die Reihe wird eventuell als Serie verfilmt und ist gerade im Gespräch mit mir. Das war's. Als nächsten darf ich Philipp begrüßen, der sitzt auch schon passenderweise direkt hier vorne. Genau, ich habe mich auch mal ein bisschen Internet schlau gemacht. Deswegen. Ich kann das sonst auch selbst machen. Gut, kein Problem. Bin mir nicht sicher, ob alles stimmt. Ja. Cool, das ist ja interessant gewesen. Ja. Ich bin Philipp, bin 28 Jahre alt, Literaturblogger, YouTuber und seit Oktober auch Mitglied in der Fantastic Westenlisten Jury. Und ich habe euch zwei Bücher mitgebracht, die eingepackt sind. Surprise, surprise. Gerne auspacken. Nein, nein, das können wir nachher selber machen. Einfach dem geschuldet, dass ich im Moment hinziehe und die Bücher in den Kartons versteckt habe. Auf jeden Fall, Band 1 ist ein Sci-Fi-Buch, das zweite ist ein Fantasy-Buch und das passt einfach perfekt zu meinem Blog, weil ich mich in dem Bereich sehr wohl fühle. Das ist Red Rising von Pierce Brown. Das ist ursprünglich eine Trilogie gewesen, wie ich jetzt erfahren habe, in der Frankfurter Buchmesse sind es mittlerweile vier Teile, wo ich mich natürlich wahnsinnig drüber freue. Es geht darum, dass der Mars erobert worden ist oder besiedelt worden ist. Das spielt in 500 Jahren in der Zukunft, Pi mal Daumen. Und ja, neben dem Mars ist auch der Mond und weitere Planeten im Sonnensystem letztendlich besiedelt. Und da gibt es unterschiedliche Klassen letztendlich. Und diese Klassen sind dafür verantwortlich, natürlich verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Und der Protagonist dieser Reihe ist ein sogenannter Roter. Der ist eigentlich dafür zuständig, die ganze Drecksarbeit zu machen. Eigentlich alles, was ja quasi dafür zuständig ist, dass der Mars letztendlich besiedelt werden kann. Und den Roten, die auf dem Mars leben, wurde eigentlich seit Jahrzehnten eigentlich eingebläut, dass der Mars überhaupt noch nicht besiedelt ist und die eigentlich nur für die ganzen Erdbewohner die Besiedlung vorbereiten sollen, damit die da letztendlich ja irgendwann wohnen können, weil die Erde kaputt geht und natürlich auch der Mond letztendlich irgendwo einen gewissen Kontrast dazu steht. Und das Interessante hier ist einfach, dass das so eine sehr spannende Mischung aus Sci-Fi, Dystopie und Tribute von Panen letztendlich ist, weil der Protagonist Darrow ist eigentlich, wie gesagt, ein Roter, der eigentlich komplett unterdrückt wird und durch ein schicksalhaftes Ereignis letztendlich wird er überhaupt erst wachgerüttelt und hinterfragt das ganze System. Und durch einen herben Verlust, was ich jetzt nicht sagen möchte, obwohl es auf dem Klappentext steht, wurde allerdings auch schon bei einer Besprechung für kritisiert, dass ich das erwähnt habe, möchte ich jetzt deshalb nicht machen. Wen es interessiert, der kann den Klappentext lesen. Auf jeden Fall ist es sehr spannend zu sehen, wie er sich letztendlich damit identifiziert. Er bleibt zwar letztendlich immer ein Roter, bleibt seiner Identität treu, schleust sich aber trotzdem mit Hilfe von Rebellen letztendlich bei den Roten, das ist die beherrschende Klasse letztendlich ein, um einfach das ganze System zu hinterfragen und auch dagegen zu rebellieren letztendlich. Und da gibt es so eine Art, deshalb der Vergleich zu Panem, so eine Herausforderung, wo er einfach sich mit ganz vielen unterschiedlichen Protagonisten, die da auch ins Spiel gebracht werden, sich unterschiedliche Herausforderungen stellen kann. Und da gibt es einfach unterschiedliche Klassen letztendlich, die im Bogen zugeteilt werden und die müssen dann gegeneinander antreten und einfach im Wettbewerb treten. Und da kann man sich dann letztendlich profilieren und in den Rängen der goldenen Aufstand. Das ist einfach sehr spannend, weil ja einfach natürlich untereinander unter den einzelnen Häusern Intrigen stattfinden, aber auch natürlich Konflikte gegenüber anderen Parteien. Und das ist wahnsinnig spannend, sehr blutrünstig letztendlich, aber wahnsinnig gut. Die Protagonisten wachsen einem sehr schön ans Herz und war einfach eins meiner Highlights dieses Jahres tatsächlich. Das ist jetzt seit 2 oder 3 Jahren mittlerweile erhältlich. Also seit 4. jetzt schon auf den Markt, kommt das jetzt?
kommt noch. Okay. Auf jeden Fall habe ich entdeckt, dass das auch verfilmt wird tatsächlich. 2018 soll das als Verfilmungsfolge auf den Markt kommen. Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf. Und wer Sci-Fi mag, wo die Elemente trotzdem im Hintergrund sind, sondern eher die Charakterkonflikte und der Rebellengedanke in den Vordergrund steht, wo halt klar durch ein Mars-Setting das auch so ein bisschen mit reinspielt, aber trotzdem eher so die Intrigen, die Charakterentwicklung im Vordergrund steht, dann würde ich sagen, erste Wahl definitiv. Und das zweite, ich vermute mal das hier, Hardcover, könnte sein, ist. Nein. Die Cover sind auch sehr schön, das kann ich schon mal verraten. Das zweite Buch ist Der Name des Windes von Pat Bosmus, das ist mittlerweile auch schon ein paar Jährchen alt. Der gute Herr ist im Moment eher mit Zocken als mit Schreiben beschäftigt anscheinend. Ist ein sehr sympathischer Autor aus Amerika und es ist als Trilogie, glaube ich, ausgelegt. In Deutschland sind 3 Bücher erschienen, so von Bücher-Trilogie ist eigentlich fertig, nein. Der Verlag hat die Bände bei dem zweiten Band aufgeteilt, weil er anscheinend so unvergleichbar ist, hat er dann 2 rausgemacht, deshalb aktuell 3, obwohl es nur 2 sind. Und vielen Dank. das ist halt so eine Art Chronik aufgebaut, so eine Art Tagebuch. Da ist einfach ein Chronist, der durch die Weltgeschichte hier tourt und einfach den Protagonisten letztendlich ausfindig machen will. Der Protagonist ist Quoth, der mittlerweile viel durchgemacht hat, aber natürlich, wie der Chronik halt aufgebaut ist, und fängt natürlich ganz von Anfang an. Und den Quoth, den Protagonisten, findet er dann natürlich letztendlich auch, sonst wäre die ganze Chronik natürlich nicht möglich. Und das sehr sympathische ist einfach, dass man den Protagonisten wirklich von Kindstagen an erlebt, wie er tickt, wie er sich entwickelt und was letztendlich so der Ausschlag war, dass er der ist, der er dann letztendlich geworden ist. Und auch wenn es jetzt ein High-Fantasy-Roman ist, spielt so das ganze Fantastische eher eine untergeordnete Rolle. Klar kommt da so ein bisschen Magie mit drin vor, aber wie es jetzt bei den Völkerromanen ist von Marcus Heitz oder wie sie alle heißen, spielen Orks, Zwerge und so weiter keine Rolle, was eigentlich den Einstieg in die Fantasy dadurch natürlich sehr erleichtert. Und die Geschichte insgesamt ist wahnsinnig gut geschrieben. Es ist gar nicht so actiongeladen, es ist halt sehr viel Charakterentwicklung. Aber obwohl man denkt, ja, Charakterentwicklung passiert doch auch was, es passiert tatsächlich wahnsinnig viel. Und die Entwicklung, wie der Charakter jetzt letztendlich geworden ist, ist wahnsinnig spannend zu erleben. Auch die Ereignisse, die ihn letztendlich angetrieben haben, um das zu verfolgen, was er dann verfolgt, um halt dann weiter zu sagen, ist wahnsinnig spannend zu erleben. Und neben der eigentlichen Chronik, das, was halt erzählt wird, spielt natürlich auch trotzdem weiterhin eine Handlung in der eigentlichen Welt. Und das gelingt dem Autor Patrick Rothfuss wahnsinnig gut, dass er da einfach unterschiedliche Erzählstränge hat, die trotzdem aber zu einer stimmigen Gesamtgeschichte einfach verbindet. Und das finde ich wahnsinnig gelungen. Auch der Antrieb, der den Protagonisten natürlich verfolgt, so ein bisschen die Rache für das, was ihm in der Kindheit passiert ist. Auch so der Ehrgeiz, warum halt jetzt die Universität zum Beispiel so, um alle Fähigkeiten sich anzueignen, die ihn irgendwie letztendlich weiterbringen können. Das finde ich unglaublich faszinierend, unglaublich gut geschildert. Und die Welt, die hier einfach skizziert wird, sind auch unglaublich gute Karten hier drin. Haben mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich hoffe auch, dass die Gerüchte rund um die Verfilmung der TV-Serie wahr sind. Das wäre einzigartig gut. Ich denke, das wird als TV-Serie wahnsinnig gut funktionieren. A la Game of Thrones weiß man nicht. Aber können wir auf jeden Fall als TV-Serie deutlich besser vorstellen als Film. Und ja, das sind so meine 2 Highlights überhaupt. Deshalb, wer Science-Fiction und Fantasy mag, ist, glaube ich, mit diesen beiden Bänden gut beraten. Vielen Dank. Genau. Und jetzt schon als letzten Blogger, ich habe mich vielleicht zeitlich ein bisschen verschätzt. Als letzten Blogger darf ich jetzt meine Kollegin nach vorne bitten, Nicole. Die kommt auch, also beziehungsweise arbeitet auch bei der Meierschen in Bochum in der Innenstadt und ist auch Azubi, deswegen freut es mich besonders, dass sie sich jetzt hier nach vorne gibt und jetzt irgendwas vorstellt. Hallo, also der Jakob hat schon gesagt, ich bin auch Azubi bei der Meierschen, allerdings in der Innenstadt im großen Haus, im dritten Lehrjahr jetzt inzwischen. Aber ich blogge auch und das habe ich schon gemacht, bevor ich
die Ausbildung angefangen habe. Ich habe dann nur entschieden, dass ich die Bücher irgendwie auch ein bisschen zu meinem Beruf machen möchte und deshalb die Ausbildung als Buchhändler angefangen. Meistens bewege ich mich, seit ich die Ausbildung angefangen habe, in ganz vielen unterschiedlichen Genres. Ich lese alles bunt gemischt und mit alles meine ich wirklich alles. Über Sachbuch, Romane, auch durchaus mal Liebesromane, Krimis, alles durcheinander. Aber ich bleibe doch dem, was, wo mir das Herz eigentlich dranhängt, immer irgendwie ein bisschen treu. Und das sind Krimis, Fantasy-Romane und die Jugendbücher ein bisschen. Deshalb habe ich einen Fantasy-Roman und ein Jugendbuch mitgebracht. Beziehungsweise, ob das wirklich ein Jugendbuch ist, da kann man drüber streiten. Aber zuerst den Fantasy-Roman, den ich mitgebracht habe. Und zwar sind das Lügensdoktormauer von Scott Lynch. Ein Buch, das auch nicht mehr ganz neu ist, 2007 ursprünglich erschienen, auch eine Reihe in mehreren Bänden, die einziger Wehmutstropfen an dem Ganzen noch nicht abgeschlossen ist. Es ist ein bisschen wie bei George R. R. Martin. Der neue Teil wird immer wieder verschoben und verschoben und verschoben, macht aber gar nichts, denn ich finde, man kann den ersten Band dieser Reihe auch unglaublich gut eigenständig lesen. Es geht zwar danach noch weiter mit den Charakteren, aber die Geschichte ist eigentlich so gut geschrieben und so gut abgeschlossen am Ende des ersten Bandes, dass man nicht das Bedürfnis hat, unbedingt direkt den nächsten Band zu lesen. Klar freut es mich, wenn ich die Charaktere wiedersehe, aber es ist eben nicht so schlimm wie bei Game of Thrones, wo man dann wirklich vor so einem Cliffhanger steht und sich denkt, boah, warum geht es jetzt nicht weiter? Aber zum Inhalt ein bisschen mehr. Das Ganze dreht sich, wie der Titel schon sagt, um Loctamora. Und Loctamora ist Teil einer Gentleman-Ganoven-Gruppe. Die haben sich zusammengeschlossen, sind ausgebildet worden von einem Diebesmeister, der getarnt ist als Priester in dieser Welt. Der Hauptsitz ist auch in deren Heiligtum. Dort haben sie im Keller all ihre Schätze gesammelt, die sie über die Jahre erbeutet haben. Und diese Truppe hat sich eben darauf festgelegt, dass sie in unterschiedliche Rollen schlüpfen, Theater spielen und so den reichen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Eben nicht einfach auf der Straße einfach Taschendiebe sind, sondern wirklich über Monate hinweg planen, wie sie einem gewissen Baron dort oder einem reichen Mann Geld stehlen können oder andere Besitztümer. Das Ganze fängt damit an, dass sie einen sehr großen Coup geplant haben und den auch anfangen durchzuführen, aber es gehen ein paar Sachen schief. Das liegt daran, dass jemand Neues in die Stadt kommt und sich in ihre Pläne einmischt. Das führt zu einer Menge Schwierigkeiten. Sie reiten sich ungefähr in jede Scheiße, die sie so mitnehmen können. Und das kann man so platt sagen, weil zwischendurch auch tatsächlich der Schreibstil durchaus mal ein bisschen rüde ist, aber das passt einfach in diese ganze Welt und zu den Charakteren dazu. Ich möchte gar nicht so viel weiter zum Inhalt sagen. Das Ganze ist angelehnt von der Welt her ein bisschen an Venedig. Man hat also eine Stadt mit Kanälen, es wird viel auf Booten gefahren und diese Atmosphäre bringt Scott Lynch einfach unglaublich gut rüber. Was mir aber dieses Buch noch viel lieber gemacht hat, sind die Charaktere. Denn von der ersten Seite an muss man Locke lieben und man muss auch all seine anderen Ganoven, die er mit hat, einfach ins Herz schließen und lieb haben. Gleichzeitig schafft er es, die Bösewichte in dem Buch so bösartig darzustellen. Ich wusste vom ersten Moment an, wo der Bösewicht auftauchte, den mag ich nicht, den werde ich nicht mögen. Der kann mir erklären, was er möchte, warum er das jetzt alles tut, den mag ich einfach nicht. Und tatsächlich ist da ein Moment in dem Buch, da wird dann aufgeklärt, warum er das alles tut, was er tut. Und ich dachte mir, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Vielleicht würde ich mich auch so verhalten. Ich mag es trotzdem nicht. Genau, vom Straßenstil her habe ich schon angedeutet, es ist ab und an sehr rüde, aber es ist halt eine mittelalterliche Welt. Und in den Schankhäusern wird halt geredet, wie in Schankhäusern geredet wird. Da gibt es keine gehobenen Leute, die irgendwelche gehobenen Sprachen oder sich gewählt ausdrücken können. Da wird einfach, wie einem der Mund gewachsen ist, geredet. Und das passt sehr gut, denn dadurch wirken die ganzen Dialoge halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie aufgesetzt oder falsch, sondern man kann es wirklich einfach super gut lesen, eintauchen und fühlt sich wirklich in dieser Welt total wohl. Das Ganze ist aufgebaut auf zwei Zeitebenen. Man hat einmal die Gegenwart, wo dieser Coup geplant ist und wo man die ganze Truppe begleitet. Und zwischendurch gibt es immer wieder Zeitsprünge in die Vergangenheit. Da werden einzelne Szenen vorgestellt, wie Locke zum Beispiel zu dieser ganzen Gruppe gekommen ist, wie die anderen zu der Gruppe gekommen sind. Man könnte jetzt meinen, das ist super nervig, weil man hängt dann an einer Szene, wo es gerade spannend ist und dann ist das Kapitel zu Ende und es kommt eine Rückblende. Und man denkt sich, oh nein, eine Rückblende, warum? Ich will jetzt wissen, wie es da an der Stelle weitergeht. Tatsächlich werden aber in den Rückblenden immer wieder Geschichten erzählt, die einem helfen zu verstehen, wie in der Gegenwart die Charaktere aus dieser Situation herauskommen könnten. Das heißt, man wird tatsächlich zum Nachdenken angeregt und das macht es so spannend, diese Rückblenden auch zu lesen. Und deshalb stören sie einfach gar nicht in der ganzen Geschichte und machen das Ganze sogar noch ein bisschen lebenswerter.
das Buch ist ein Fantasy-Roman. Der Fantasy-Aspekt ist aber relativ klein, würde ich sagen. Es ist Alchemie wird verwendet, die auch sehr mittelalterlich angehaucht ist, wie man sich Alchemie im Mittelalter vorstellt, ein bisschen darüber hinausgehend, aber eben nur ein Randaspekt. Und es gibt Magier, die für Sold gekauft werden können. Aber das ist auch eigentlich schon alles, was man an Magie hat. Und die Protagonisten selbst haben eigentlich keinerlei Zugang zu irgendwelcher Magie, haben keine magischen Fähigkeiten, sondern einfach nur ihren Charme, ihre Kreativität, ihren Einfallsreichtum, mit dem sie eben sich aus diesen ganzen Situationen wieder befreien. Und deshalb finde ich, ist das Buch nicht unbedingt nur was für Fantasy-Leser, sondern eigentlich für jeden, der einen Spannungsroman haben möchte, der vielleicht auch sonst historische Romane liest, weil wirklich sehr viel mittelalterlich bzw. frühneuzeitlich angehaucht ist. Und es einfach super lesenswert ist. Ich glaube, ich habe klar gemacht, dass ich Scott Lynch liebe. genau, das andere Buch, was ich mitgebracht habe, ist ein bisschen was Besonderes. Illuminae. Die beiden Autoren, Amy Kaufman und Jack Christoph, sind keine Unbekannten. Amy Kaufman hat eine Jugendbuchreihe geschrieben, die ist Broken Stars, heißt die. Und Jack Christoph schreibt Fantasy-Romane, unter anderem jetzt gerade erschienen Nevernight bei Fred Potter, glaube ich. Fast. Und die beiden haben sich zusammengetan und dieses Buch geschrieben. Ich finde, das ist ein Jugendbuch, aber eigentlich, es deutet so darauf hin, weil es bei DTV erschienen ist, aber eigentlich ist es kein Jugendbuch. Das macht es einem so schwer. In Amerika gibt es diese Young Adult-Schiene und in Deutschland versuchen die Verlage irgendwo das reinzuschieben und dann schieben sie es ins Jugendbuch. Aber es ist schwierig, es dahin zu packen. Also es ist eine Fantasy-Geschichte, Fanfiction-Geschichte, die als Protagonistin tatsächlich Jugendliche hat, aber deshalb ist es nicht unbedingt ein Jugendbuch. Zum Inhalt ein bisschen was. Die beiden Protagonisten, Katie und Ezra, leben auf einem Planeten, so vor sich hin, hatten eine Beziehung, haben sich gerade getrennt und eigentlich denkt Katie an diesem Morgen, als sie aufsteht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, sie muss ihrem Ex-Freund gegenübertreten. Ja, und dann wird ihr Planet angegriffen und zerstört und können flüchten auf einer Flotte von Schiffen, aber diejenigen, die ihren Planeten angegriffen haben, sind noch hinter ihnen her. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sie einholen werden und dass sie ihre Flotte zerstören werden, denn die Schiffe, auf denen sie sind, sind Forschungsschiffe, die sind nicht dafür ausgelegt, irgendwelche Raumschlachten zu überstehen, aber das Schiff, was hinter ihnen her ist, ist eben ein Kriegsschiff. Und ihre einzige Chance ist es, zu einem Sprungtor zu kommen, wo sie eben aus diesem System wegkommen können. Das ist sehr gut übrigens erklärt, auch wenn man sich mit Science Fiction nicht so auskennt. Ich bin sonst kein Science-Fiction-Leser, aber das fand ich total super, das Buch. Gleichzeitig ist aber das, womit sie angegriffen wurden auf diesem Planeten, nicht einfach eben nur ein Angriff mit Feuerwaffen gewesen, sondern es wurde gleichzeitig auch noch eine Krankheit verbreitet und die breitet sich nun auf einem dieser Schiffe aus. Davon wissen aber nicht alle und man weiß auch auf dem einen Schiff nicht, was auf dem anderen Schiff vorgeht. Und was eigentlich das Großartige an diesem Buch ist, unabhängig vom Inhalt, ob man Science Fiction mag oder nicht, ist, wie es geschrieben ist. Denn es ist kein durchgängiger Roman, sondern man hat einzelne Textstücke, Fragmente, die haben da online Portale, über die sie kommunizieren können. Es gibt Videoaufzeichnungen, die dann halt transkribiert wurden im Nachhinein für diese Akte, die zusammengestellt wurde, über diesen Vorfall, wo der Planet angegriffen wurde. Dann gibt es Seiten, wie die eine, die ich gerade aufhatte, die ich jetzt natürlich nicht wiederfinden werde, wo man einfach nur das Schiff hat, das durch die Gegend fliegt, oder es werden die Schiffe auch gezeigt, also den Weg, den sie zwischendurch zurücklegen muss auf dem Schiff, um in Sicherheit zu kommen. Das wird alles grafisch dargestellt und das finde ich das Großartige an diesem Buch. Man braucht vielleicht einen kleinen Moment, um in die Geschichte hineinzukommen, weil man eben diese Fragmente hat. Ich habe ihn nicht gebraucht, ich bin super schnell reingekommen, aber ich habe von Leuten gehört, die es angefangen haben, die es schwierig fanden, reinzukommen. Man kommt aber auf jeden Fall rein und es ist halt was total anderes, das zu lesen mal und nicht so einen normalen Roman vor der Nase zu haben. Ich finde, die haben sich super viel Mühe damit gegeben, wie sie das alles gestaltet haben, sich das überhaupt auszudenken. Das Ganze ist auch eine Reihe, den zweiten Band gibt es noch nicht auf Deutsch, aber auf Englisch, den lese ich gerade auf Englisch. Spielt direkt danach, angrenzend an dieses Buch, hat aber andere Charaktere. Also es tauchen, Katie und Ezra tauchen zwar auf, aber bis zu dem Punkt, wo ich bin zumindest, sind zwei vollkommen andere Charaktere im Mittelpunkt der Geschichte.
Und die Story wird eben weitergeführt. Das Ganze sind Akten, die gesammelt werden über diese Vorfälle. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze am Ende hinführen wird. Ja. Hallo, ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich und ausdrücklich bei den Bloggern bedanken. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich glaube, das ist sogar eine weitere Anweise, ne? Ist das richtig? Vielen Dank, dass du es euch genommen hast. Und ich denke, sowas würde ich gerne nochmal machen, das war sehr spaßig. Genau, weiterhin bedanken möchte ich mich bei all meinen Kollegen, besonders bei Frau Schlesinger, ohne die ich wahrscheinlich nur die Hälfte gemacht hätte. Und auch nur die Hälfte falsch. Genau, vielen, vielen Dank euch. So, und falls Sie jetzt eventuell Lust bekommen haben, eins von diesen Büchern käuflich zu erwerben, entweder Sie lassen sich jetzt überraschen, welches ist und greifen einfach in die Lostrommel, oder aber Sie kommen zu mir, weil ich weiß genau, welches ist. Und dann kann ich das erzählen. Aber nicht, weil ich zaubern kann, sondern weil Schilder dahinter sind. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Einen schönen Abend. Ach du kriegst die Noten. Oh, immer dieses Posing. Also ich mache hier keine Fotos, ne? Also das ist alles. Toll! Aber Jakob möchte. Ihr könnt ja alle mal winken, hallo YouTube sagen oder so. Hallo YouTube! Vielen Dank, war ein schöner Abend. Dankeschön. Das war der Buchbloggerabend in Bochum, in der Meierschen Buchhandlung im Ruhrpark. Es war ein sehr schöner Abend, es waren tolle Blogger da. Auch die Auswahl an Büchern hat mir sehr gut gefallen. Und bevor ich es vergesse, ich habe auch tatsächlich ein Buch gekauft und eine schöne Postkarte. Aber das zeige ich euch in Ruhe zu Hause, weil hier ist doofes Licht und jetzt ist es mir schwindelig. Oh. So, endlich zu Hause angekommen und jetzt kann ich endlich das Paket auspacken. Das ist wie Weihnachten. Aber bevor ich hier gleich auspacke und hoffe, dass ich das richtige Buch mitgenommen habe, muss ich erst nochmal Danke sagen. Und zwar Dankeschön an die Meiersche Filialleitung, dass ich überhaupt an dem Abend filmen durfte. Danke, dass ihr überhaupt so einen Abend gemacht habt. Das ist ja jetzt nun wirklich nicht die Regel. Es war für mich jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Buchblogger tatsächlich so eine Plattform bekommen, um Bücher vorzustellen. Finde ich eine super Idee und ich wünsche mir, dass das häufiger passiert. Danke an die Meiersche. Ebenso danke nochmal an alle Blogger, die dort gestern Abend aufgetreten sind und ihre Lieblingsbücher der letzten Zeit vorgestellt haben. Es war ein toller Abend, es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Habe ich das richtige Buch erwischt? Ja oder doch? Ich bin so nervös. Seid ihr mit mir? Fummel, Frickel. Sehr schön eingepackt, Herr Malmsheimer. Hervorragend. Muss ich auch mal ein Lob aussprechen. Jetzt muss ich echt das Schöne... Ja, richtiges Buch. Tada! Ist es nicht schön? Sehr schön. Scott Lynch, Die Lügen des Locke Lamora.
Das Schöne ist, ich kann mich ja jetzt hier einfach zurücklehnen und genießen, weil die liebe Maggie hat das Ganze ja schon vorgestellt. Ha, Dankeschön. Ich freue mich auf das Buch. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Bücher schon alle kennt, welches euch davon am besten gefallen hat. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen, was auch immer ihr so treiben mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke nochmal an alle Blogger und an die Meiersche. Ich kann es gar nicht genug betonen. Ich hatte einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Video. Okay, ciao. Achso, jetzt habe ich völlig vergessen, die Postkarte zu zeigen. Nee, das geht ja nicht. Also ich muss ja noch die Postkarte kurz zeigen. Guck mal hier, finde ich schön.